Das Rennen wird mit Spannung erwartet und der Ort, den wir alle nur allzu gut kennen, muss diesen Erwartungen gerecht werden. Albert Park. Hier beim Großen Preis von Australien beginnt für uns die Geschichte dieser Saison. Lassen Sie uns das erste Kapitel gemeinsam schreiben. Das heutige Rennen findet im australischen Bundesstaat Victoria statt und auf die Fahrer warten 16 Kurven, 5,3 Kilometer Streckenlänge und eine Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 193 km/h. Unfälle sind aufgrund der nahen Mauern fast unvermeidlich. Die vergangenen Jahre zeigen uns, dass ein Safety Car fast immer an der Tagesordnung ist. Heute werden Stefan Römer und ich die Action kommentieren. Stefan, sag uns doch gleich mal, worauf wir uns heute einstellen können. Heute stellt sich für mich die Frage, ob es Überholmöglichkeiten geben wird. Besonders bei den schnellen Sektionen. Natürlich haben wir DRS, was bei den Geraden helfen wird. Doch das hilft alles nichts, wenn man zu langsam aus der vorigen Kurve kommt oder zu weit hinten ist. Du warst im Qualifying besser als erwartet. Mal sehen, ob du diese Position im Rennen halten kannst. Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Daniel Ricciardo startet heute von der Pole. Und daneben steht ein Ferrari. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Verstappen, Quert, Sebastian Vettel und Magnussen. Rosberg, Button, Haryanto und Fernando Alonso. Grosjean, Wehrlein, Felipe Nasser und Palmer. Sainz Junior, Hamilton, Nico Hülkenberg und Marcus Ericsson. Massa und Bottas. Esteban Gutierrez und Sergio Perez vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten.
6 Sekunden.
Sebastian kommt gerade an die Box. Sebastian an der Box.
vor dir beträgt 3,1 Sekunden.
5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Sehr zufrieden sein. Red Bull hat heute einen großartigen Sieg gefunden. Stefan, was war der Schlüssel zu diesem Erfolg? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zu ihrem Auto gepasst. Der Wind, Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Sein Auto hat sich da draußen einfach wohlgefühlt.
Hier kommen die heutigen Sieger dieses wirklich tollen Rennens. In letzter Zeit haben alle hart an der Perfektionierung der Autos gearbeitet. Und last but not least können sie die Früchte der Arbeit ernten. Red Bull stemmt die Trophäe in die Höhe. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Daniel Ricciardo übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der Weltmeisterschaft. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Heute haben mich wirklich viele Fahrer beeindruckt, aber niemand so sehr wie Esteban Gutierrez. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Red Bull hat die Führung in der Rangliste übernommen. Nach all der Spannung wäre es verrückt, wenn sie das nächste Rennen verpassen würden, aber den Fehler machen sie nicht. Wir hoffen, sie wiederzusehen, also bis dann.